Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu den Mod-Vorstellungen zu Star Wars Battlefront 2. Heute haben wir mal was ganz Besonderes, denn normalerweise stelle ich ja häufig hier irgendwelche Truppler-Skin-Mods vor oder Helden-Mods oder sonst irgendwas. Heute haben wir mal das erste Mal eigentlich, so eine Verstärkungstruppe. Und zwar wird der Wookie ersetzt. Der Wookie wird ersetzt hier... Oh, jetzt stehe ich so blöd im Schatten. Einen Moment. Ein bisschen nach vorne. Der Wookie wird ersetzt durch hier so einen coolen anderen Trooper. Sieht sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Hat natürlich jetzt auch noch die Armbrust. Ich würde die wahrscheinlich irgendwie umändern zu einer anderen Waffe, denn andere Waffen wären natürlich auch cool, dass nicht alle hier den Bowcaster dabei haben. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht machbar für denjenigen. Hätte man vielleicht jetzt austauschen können durch sowas wie die Todestruppler-Waffe oder so. Und mit den Fähigkeiten auch vom Todestruppler oder so einfach mal zur Demonstration. Weil die Guten, also die Republik und die Rebellenallianz und der Widerstand, die haben ja alle den Wookie-Truppler. Und währenddessen haben die Bösen jeweils dann ihre eigenes Äquivalent dazu. Einmal den Todestruppler, einmal den Superkampf-Druiden und natürlich dann auch noch einmal den guten alten Flammentruppler. Wo man natürlich dann so ein bisschen mehr Abwechslung dabei hat. Und ich finde sowas dann tatsächlich sehr interessant. So einen super coolen, also den hier würde ich natürlich für den Widerstand nehmen. Es gibt dann natürlich viele Leute, die auch ganz tolle Ideen haben. Die würden dann sowas sagen, ja, Superkampf-Druide ist ja auch so gesehen schon der Lufttruppler bei den Druiden. Da könnte man sowas wie den Druidiker, die Magna-Wache nehmen. Hier bei dem Widerstand könnte man beispielsweise so einen nehmen. Also mich würde es überhaupt nicht stören, fände ich sehr viel passender als irgendwie so ein Wookie nochmal zum dritten Mal. Der sieht auch optisch richtig, richtig schick aus hier mit den ganzen Taschen und so. Ich finde es auch cool, dass der dann weiblich ist. Weil ich glaube, eine Verstärkungstruppe, die weiblich ist, haben wir sonst, glaube ich, gar nicht. Außer bei den Raketentrupplern eventuell. Ich glaube, da haben wir auch bei dem Widerstand oder bei der Rebellenallianz mal einen weiblichen. Aber ich finde das cool. Das sieht auch geil aus. Hier so richtig vermummt dann noch mit Brille, mit Hut. Also richtig cool zusammengesetzt, finde ich. Gefällt mir verdammt gut irgendwie. Wie gesagt, nur die Waffe würde ich umtauschen. Aber ansonsten würde ich sofort sagen, ey, zack, mach mal Waffe, eine andere Waffe rein. Ein bisschen andere Fähigkeiten und zack, ab mit dem ins Spiel. Fände ich super, super cool. Da könnt ihr auch gerne mal sagen, ob ihr andere Verstärkungstruppen haben würdet. Beispielsweise höre ich von ganz vielen, ey, wie gesagt, also bei den Separatisten, Druidikas, Magna-Wachen, wo sind die denn? Oder halt bei den Republik, sowas anstatt dem Wookie. Der Wookie hat jetzt mit der Republik, gut, die kämpfen auf Kashyyyk, aber ansonsten, ich würde sagen, den Wookie, den verbindet man am ehesten irgendwo wegen Chewbacca natürlich mit der Originaltrilogie. Deswegen würde ich den da reinsetzen. Und bei der Republik würde ich einen, einen Arc-Trooper reinhauen. Also so einen Spezialklon, ne? Das wäre doch cool. Oder einen Klon-Commander von mir aus auch. Dass man dann verschiedene Skins hat, je nachdem, welche Map man hat. Fände ich auf jeden Fall cool. Natürlich dann da auch nochmal andere Fähigkeiten, andere Sachen. Von mir aus auch so wie Rex, da mit zwei Pistolen in jeder Hand eine. Dass man das so nochmal macht, das hat man ja bis jetzt auch noch nicht in dem Spiel hier. Dass man zwei einzelne Pistolen in irgendeiner Form hat. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, optisch gefällt mir der auch sehr gut, der Skin. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig schick aus. Mit den ganzen Taschen und so weiter, das ist, der sieht awesome aus. Der sieht awesome aus, fällt auch so ein bisschen auf. Wie gesagt, andere Fähigkeiten, was schwierig sein wird bei diesen Sachen. Und da könnt ihr natürlich jetzt auch gerne mal sagen, was ihr euch da eventuell vorstellt. Weil normalerweise ist ja so, die dritte Fähigkeit ist das Heilen. Die zweite Fähigkeit hier ist dieses, ja, verbesserte Schießen. In dem Fall halt, dass ich 5 Blasterbolzen hier habe. So witzig, dass der hier wie ein Wookie rumschreit, ne? Und die erste Fähigkeit ist immer eine Granate. Und die Granate, da ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Was nimmt man da? Aber ich würde jetzt auch sagen, wenn man jetzt beispielsweise bei dem hier den Imploder nimmt, den Schall-Imploder, den jetzt der Todestruppler hat normalerweise, fände ich das gar nicht schlimm, weil der gegnerische Verstärker hätte in diesem Moment halt die Brandgranate mit dem Flammentruppler. Von daher hätte man auch nochmal 2 verschiedene Granaten, die dann geworfen werden würden. Also ich fände es auf jeden Fall richtig cool, wenn man das umsetzen würde, wenn man noch sowas reinballern würde. Ich finde auch, wie gesagt, optisch, er gefällt mir wirklich unfassbar gut. Ich kann nochmal hier eventuell gerade beim Schuss, jawohl, das sieht doch cool aus. Der gefällt mir wirklich unfassbar gut vom Optischen. Ich weiß auch gar nicht, woher die das alles rauskopiert haben, aus welchen verschiedensten Modellen, weil für die Leute, die es nicht wissen, man kann bei diesen Mods, bei diesen Mod-Erstellern, die können immer nur das nehmen, was schon gegeben ist. Also die müssen dann irgendwo die Brille hernehmen, die müssen irgendwo dieses, die Mütze hernehmen, dieses Tuch vom Mund müssen die hernehmen, die ganze Kleidung müssen sie irgendwo hernehmen. Natürlich kann man das sich dann aus möglichst vielen Quellen bedienen. Also sagen wir mal, eventuell haben sie jetzt hier die Hosen von der Leia genommen und dann aber das Oberteil vom Sprungtruppler, aber ohne halt diesen Raketenrucksack auf dem Rücken. Das kann man natürlich alles dann zusammenbasteln. Das muss dann aber auch passen und optisch auch hinhauen. Aber ist natürlich nicht so, dass sie hier einfach neue 3D-Modelle reinballern können. Weil sonst könnten die wahrscheinlich sowas von coole Modelle reinhauen. Also dann wären wahrscheinlich schon sowas wie Arc Trooper und so schon lange im Spiel. Durch solche Mods, also natürlich nur optisch, ne? Diese Mods verändern natürlich nur optisch alles und bringt einem keinen spielerischen Vorteil, weil sonst kann man das auch online gar nicht benutzen und würde man auch sofort gebannt werden.
Ich würde jetzt auch gar keinem empfehlen, das online zu benutzen. Das ist aber auch ein ganz anderes Thema. Das habe ich schon mal im allerersten Mod-Vorstellungsvideo erklärt. Deswegen brauche ich das jetzt gar nicht nochmal machen. Auf jeden Fall gefällt mir diese Mod sehr, sehr gut. Ich weiß, ist jetzt leider nur eine Sache. Aber momentan, durch die vielen Patches, die immer kommen, kann man leider nicht allzu viele Mods immer zeigen, weil viele Mods dann auch wieder disabled werden. Das heißt, nach so einem Patch funktionieren manche Mods ganz einfach nicht mehr. Deswegen kann man auch immer nur so einzelne Sachen rauspicken. Aber ich finde sowas ganz interessant hier mit so einem neuen Vollstrecker. Also mir wird es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ihr könnt gerne schreiben, welche Waffe ihr euch vorstellen könnt für den. Also wie gesagt, ich könnte eigentlich auch so einen 1:1 Todestruppler-Klon mir vorstellen. Wäre mir egal, Hauptsache man hat mal ein bisschen Abwechslung, spielerische Abwechslung, optische Abwechslung. Weil so mit diesem Vermummten, das gefällt mir echt gut. Obwohl irgendwie die Brille immer so ein bisschen komisch beschlagen aussieht, muss ich sagen. Kann man das nochmal, kriegt man das nochmal anders hin? Weil normalerweise geht das ja ganz gut hier mit dem... Ja, irgendwas ist da... Soll das Eis sein? Ist das vielleicht auch von Hoth genommen? Also von dem... Truppler da. Sieht aber ganz witzig aus hier. Auf jeden Fall, wenn man jetzt so von hier guckt, dann fällt es einem ja nicht so wirklich auf, ne? Auf jeden Fall gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, einfach Todestruppler-Fähigkeiten drauf und gut ist. Bei den Separatisten kann man natürlich sowas wie eine Magna-Wache machen, kann man natürlich sowas wie so ein Droidika machen, was ich auf jeden Fall sehr begrüßen würde. Und bei den Klonen bitte doch auch. Ich würde sagen, der Wookie passt am ehesten bei der Originaltrilogie rein. Da könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, hey, hey, warte mal, nee, nee, nee. Die Wookies bei der Originaltrilogie finde ich gar nicht. Vielleicht sagt ihr eher, nee, die passen eher zur Republik, weil Kashyyyk-Kampf und so weiter. Aber ich finde irgendwie Wookies Originaltrilogie, ich weiß, das hat viel mit Chewbacca zu tun. Er gibt eigentlich logisch gesehen nicht so viel Sinn, aber irgendwie passen die da ganz gut rein. Und dann könnte man natürlich auch bei der Republik noch die ARC Trooper reinhauen. Das wäre natürlich auch noch ein Vorteil von der Variante. Gut, liebe Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem kleinen Mod-Vorstellungsvideo. Ihr könnt gerne schreiben, wie euch dieser Mod gefallen hat und allgemein diese Art von Mods mal für den Verstärker. Dann war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.